Wir haben ja letztes Jahr auf der IBA die 10,3x68 vorgestellt. Wir haben es auch da schon im Schrank drin stehen. Für Österreich wird sicher die Speed-Tip-Geschossvariante sehr interessant werden, aufgrund der flachen Geschossflugbahn, vor allem fürs Gebirge. Der große Geschossquerschnitt ist natürlich da extrem gut fürs Rotwild, was da hauptsächlich bejagt wird. Also ich denke schon, dass da die Jäger einen Mehrwert durch das dann haben werden. Die Besonderheit ist eben der große Geschossdurchmesser mit diesen 10,3 mm eben. Eben extreme Stoppwirkung, natürlich Augenblickswirkung sehr hoch, vor allem auf schwereres Wild. Wenn es jetzt dann auf Schwarzwild geht oder Rotwild, ist das die ideale Wahl dann. Das Bitty Pro Geschoss an sich, was wir vorgestellt haben, das jetzt auch auf die weitere Kaliber ausgeweitet wurde. Angefangen haben wir mit der 338 Lapa Magnum, jetzt sind ja die 30er Kaliber nachgekommen. Ich denke auch das, dass das für den österreichischen Markt, vor allem für das Gebirge, für die Gebirgsjagd, dieses Bitty Pro da eine Bereicherung ist, aufgrund der flachen Geschossflugbahnen und der sehr gleichmäßigen Deformation auf allen Entfernungen.